Und moin moin, liebe Leute auf YouTube, danke fürs Reinschalten. So, We Are Football, wenn es euch gefällt, ne, lasst gerne ein Like da, vielen Dank. Und wenn ihr Tipps und Tricks habt zu dem Spiel, schreibt auch gerne ein nettes Kommentar. So, 41 Mitarbeiter haben wir aktuell, genau. Da steht hier Anzahl Mitarbeiter 41, aber ich sehe jetzt nicht, wie viel ich denn haben dürfte. Und jetzt das Bürogebäude auf dem Vereinsgelände anschauen, wird mir empfohlen. Stadionansicht. Ausbauen im Stadion? Nee. Unser Stadion ist einfach viel, viel zu klein. Nervt. Dass es so mini, mini ist. Haben wir überhaupt schon ein Büro? Also hier, ne? Unser Vereinsheim. Aber ich kann hier nichts anklicken. Büroetage, eine. Büroauslastung da, ne? 55/10. Also haben wir aktuell 55. Wir dürften höchstens 10. Ja, wie soll das denn gehen? Ja, dann ist es ja, dann sind wir eh mehr als drüber, also egal. So, Leute, ein wichtiges Spiel steht an. Wir spielen gegen den Tabellenzweiten. Nach wie vor, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das nochmal einstellen konnte. Haben wir 50% Topspielzuschlag drinne, meine ich. Produktion, was ist das? Achso, wir haben. Charity-Aktion 20.000. Ja, die Manage-App wird gerade entwickelt, dauert noch 41 Tage, dann haben wir bald schon eine App. Hört, hört. Und hier ist der Zuschlag, ne? Wir haben überall 50% Topspiel-Zuschlag drin. Wir haben auch nicht mehr so viele Spiele. Wir haben gemerkt, wir haben jetzt noch 16 Spiele, glaube ich, und dann mal gucken, wo wir dann stehen. Gut. Sollte man, kann man, Training, individuelle Fähigkeiten frei. Wir haben ein bisschen lockere Pause, denn gegen Hamburg möchten wir ganz gerne gut fit sein. Dann nochmal zweimal Vertragsverlängerung. Zwei hatten wir schon in der letzten Folge. Hier machen wir auch nochmal. Matthias Andersen ist mir nicht ganz so wichtig, ehrlich gesagt. Aber verschenken möchte ich solche Spieler später logischerweise auch nicht. Ich lasse da nicht so gerne mit mir reden, muss ich sagen. Forderung, ja, jetzt kriegt also praktisch minimal weniger als jetzt und das ist in Ordnung. Haben wir ihn zumindest gesichert und wenn wir ihn verkauft kriegen, kriegen wir für den ja eher vielleicht ein bisschen besseres Angebot, ein bisschen besser Geld. Unser Oldie, der ist ja auch einfach schon alt. Guck mal, wie viel er auf einmal jetzt noch haben möchte auf seinen letzten Tagen. Da gehe ich nicht so ganz mit. Geht schon ganz gut runter. Ja, 20.000 mehr für 2 Jahre Laufzeit. Mit 4,5 ist er halt noch zu gut, um ihn zu verschenken. Das sind 20.000 mehr oder 11.000 mehr Belastung, das ist in Ordnung. Passt schon. Guten Abend und moin moin. 40.000, okay, da kam das Ordnungsamt. Ja, aber was will man machen, ne? Da kann ja noch nichts. Wie alt ist der? 20 Jahre jung. Kreativität, Torricher, er ist Stürmer, ne? Dass der Torricher trainiert, macht irgendwie Sinn. Eine Rede. Ich möchte mich Ihnen persönlich vorstellen, meine Tür ist im Open. Habe ich das noch nicht? Es ist noch sehr früh in der Saison, wir reden auf jeden Fall unser Ziel am Ende reicht. Wir werden aufsteigen, daran habe ich keine Zweifel. Wir werden nicht absteigen, machen sich keine Sorgen. Mein Vertrag läuft aus, aber ich bleibe hier. Wir arbeiten daran, dass die Arbeitsbelastung auf Normalmaß gesenkt wird. Niemand wird hier seinen Arbeitsplatz verlieren. Ja, siehste, nice. Wir arbeiten daran, dass wir irgendwann das Vereinsgelände ausbauen und ihr auch Platz habt. Nicht 5 Leute ein Büro sich teilen müssen. So, Fanclubs befreuen sich und es geht los. Wichtiges Spiel. Hamburg ist aktuell in Topform. Ihr seht es oben 5 Spiele, 4 Siege, ein Unentschieden. Nicht umsonst sind sie aktuell auf Position 2 vorangekommen. Wir gucken mal eben, ob wir noch irgendwas machen wollen. Ich glaube aber eigentlich nicht.
Die beiden sind noch verletzt. Die brauchen wir eh nicht. Stürmer, Stürmer. Vielseitig einsetzbar. Keine Alternativen. Nö, also ich glaube, mit der Mannschaft würde ich ins Rennen gehen. Unser Ziel muss natürlich sein, auch in kürzester Zeit, also mindestens nachher in der nächsten Liga, überall Fünfer zu haben. Ne? Also Fünfer als Standard zu haben und vielleicht noch Vierer, aber hier Dreier, also das geht gar nicht mehr. Die ganze Ecke hier ist nur Dreier stark, ist echt schlecht. Naja. Variabel regelmäßig. Da müssen wir nochmal eine Ansprache halten gleich. So, wen haben wir denn noch? Empen, viel Glück. Raub, das wird hoffentlich dein Tag hier. Heute bist du unüberwindbar. Janis Lehmann. Komm, Willmann, gib heute Vollgas. Dann hauen wir nochmal eine richtige dicke Ding hier rein. Die Eltern und so werden stolz sein. Eigene Stärke. Ja. Trainingsfrei? Nein, das wollen wir nicht. Ja, meint ihr, das gibt so einen richtig Boost, dass sie echt frei haben danach? Bench Sim haben wir gestern gestreamt und erst in 2 Wochen. Aber Folgen dazu kommen ja auf meinem YouTube-Kanal, was wir gestern schönes alles erlebt haben. So, offensiv, rein da. Wir wollen das Spiel gleich machen vom Beginn. Ballbesitz nicht gut, nie gelb, nicht gut. Noch eine gelbe für Stör, auch nicht gut. Obermann, gelb, also bisher wird ziemlich neutralisieren wir uns praktisch. Keine Chancen, gar nicht. Beide sind ziemlich ausgeglichen, keiner setzt sich richtig durch. Jetzt mal der erste Angriff von SC Weiche Flensburg, 0-8. Schulz flankt rüber, der findet Hartmann, der gibt nochmal zurück auf Empen und der schießt, steht fast frei vom Tor, aber Obermann kann den Ball halten. Ecke von Kramer, Flensburg übernimmt das Ruder. Spielt weiter zurück zu Stör, keine besonders gute Ecke, aber Willmann sieht den freien Mann Hartmann auf der Außen, der flankt rüber und findet Schlemann. Der köpft. Haben wir es nicht gesagt? Schlemann. Oh, ich glaube, ich habe mit Willmann gesprochen, ne? Aber Leute, 1-0. Mega wichtig. Ich würde gar nichts ändern. Ich könnte noch mal schnacken, oder? Auch noch mal. Was nehmen wir denn? Ach, nehmen wir einfach hier. Was ist automatisch? Männer, wir gehen nicht in diese zweite Halbzeit, um am Ende nur Trikots zu tauschen. Wir wollen ihren Skull. Und raus auf den Platz, Leute. Weiter geht's. Freischuss Hartmann direkt in der 46. Minute. Hartmann, Freischüsse sind gefährlich und er landet im Tor. Sag ich doch. Hartmann. Kramer mit der Ecke. Pedersen. Flank drüber. Alter, jetzt werden sie auseinandergenommen. Vorsichtig offensiv, ich gehe ein bisschen runter. Und auf den anderen Plätzen passiert für uns auch Gutes. Ne? Schwarz-Weiß Reden führt gegen Phoenix Lübeck. Da wir Hamburg selber abziehen, hätten wir danach 12 Punkte. Das ist so ein richtig Big Point Spiel. Wir fangen mal an, Kramer rauszunehmen und dafür kommt Wolf, ne? Der gelb vorbelastete geht auch raus. Kriegen wir noch eine Chance?
macht euch Zeitspiel an der Ecke. Zeitspiel. Sehr gut. Hartmann. Oh. Kontergelegenheit für den Hamburg SV. So, komm, grätsch ihn um. Wir spielen mit Schulz und Hartmann. Ne? Das scheint eine ganz gute Kombi zu sein. Wo Hartmann natürlich nicht auf seiner Lieblingsposition spielt, aber für Freistöße immer gefährlich. So, dann nehmen wir denn. Pitta kommt rein. DM und Kano kommt rein im OM. Dann haben wir hier nochmal richtig frischen Wind mit drin. Und Blaue dafür Petersen ran. Ne? Und dann ist es durch mit Auswechslung. Neutral, ne? Wir machen jetzt keine Spirenzchen mehr hier. Spielen sehr gut. Empen mit dem Kopfball nochmal frei vom Tor. Keine Chance für den Keeper und das 4:0. Schade war Hamburg. Nochmal in der 94. Minute. Der Keeper lässt der Schiri lässt lange nachspielen. Und Hamburg hat keinen Bock mehr, man merkt es. Ah, Fallrückzieher am Tor vorbei. 12 Punkte, ne? Echt nice, Leute. Das ist richtig nice. Was ist denn hier los? 95. Minute. Spielen wir noch ein bisschen länger oder war es das jetzt? Gut, danke. Vor allen Dingen Phoenix Lübeck, ne? Auch wieder verloren. Perfekt. Also besser geht's ja nicht. Also die einzigen, die aktuell richtig gut in Form sind, sind wir. Nach den ersten Startschwierigkeiten am heutigen Abend sind wir jetzt richtig, richtig gut. Wir haben sie in Mannschaft heute gesehen. Ergebnis, Leistung, Mannschaft. Super. Hatten wir schon mal, ne? So, die Partie war heute hart geführt. Was sagen Sie dazu? Muss mich entschuldigen. Keine Ahnung, was die Kollegen dabei. Beide hatten ihren Anteil. Welche Rolle spielt Rian Lukas in ihrer zukünftigen Planung? Starker Charakter. Ja, aber das ist doch ganz gut, ne? Ja, ein starker Charakter, das ist, weil wir eigentlich haben wir, glaube ich, gesagt, wir kaufen nur Spieler, die uns weiterbringen. Ne? Das war er jetzt nicht komplett, obwohl er jetzt auch von der Stärkegrad her jemand sein kann, der auch mal Einsatzzeit bekommt. So, lange Rede, kurzer Sinn. So ein Ding ist das. Weiter geht's. Ah, die Halbzeithandsprache hat wohl was gebracht. Der Netzticker. Positive Ausstrahlung von mir. Nice. Läuft gut. Läuft gut. Also Fortschrittsstufe, ne? Das ist ja wirklich diese Sternstufe. Da können die tatsächlich auch noch, je nachdem wie jung sie sind, können sie auch noch mehr Sterne ergattern. Und hier vorne ist halt immer dieses Training-Ding, ne? So langsam verstehe ich auch so ein bisschen das Stärkesystem im Spiel. Nach einer Saison wird es dann ja auch langsam Zeit. Noch 20 Tage bis zum Derby. Gegen Kiel im DFB-Pokal zum Glück nicht, ne? So, den wollte ich nicht verbessern, nein. Wo er sowieso schon bald geschafft hat, ne? Kramer haben wir da vorne mit den Straub. Da können wir Emp mal wieder nehmen. Bei 21% Fortschritt ist er aktuell. Der freie Tag war es, ne? Das kann natürlich sein. Und die Halbzeitansprache. Bei der Kombination aus beiden ließ dem Gegner keine Chance. Ich bin immer noch völlig fertig. Ist ja auch immer belastende Woche, ne? Aber was soll man auch machen hier? Ich weiß auch gar nicht, warum ich denn so viel Sport treibe. Das bringt ja irgendwie eh nichts. Dachte, das bringt so ein bisschen Erholung rein, aber 1.3. neuer Monat heißt, wir müssen uns wieder mit den Fans. Guck mal, minimal mehr. Einer mehr. Obwohl wir die Fansclubs einmal die Woche beschenkt haben. Obwohl wir sie einmal die Woche besucht haben und obwohl wir gute Spieler geschickt haben. Ne? Unser Ersatzkeeper. Und Empen. Den mögen sie. Und Schulz geht auch los. Ne? Dann den mögen sie auch. Gut. Dann haben wir die schon mal wieder glücklich gestimmt.
Erkältung. Mit dem müssen wir nochmal schnacken. Und mit dem anderen auch nochmal schnacken. Dann noch einmal den Spielermarkt sondieren. Auf lange Zeit. Okay. Hannover. Bus. So, so, so. Noch irgendwas machen? Nö, eigentlich nicht. Ja. Das wäre ärgerlich, wenn die jetzt hier dick Party machen, ne? Denn. Nein, ich glaube, die sind vernünftig. Beim Stadionsponsor, da müssen wir uns wohl blicken lassen. Organisationsleiter neu zu besetzen. Warum? Ich habe doch eh kein Budget. Das ist absolut Quatsch. Kondition hier ein bisschen runter, aber frisch ist gut, ne? Heimspiel, oder? Ne, Auswärtsspiel? Auswärtsspiel. Wrestling-Woche, Samstag auswärts. Genau. So machen wir das. Guck mal, Pressing haben wir bald 90. Hier kommen wir ein bisschen runter. Konters, ne? Distanzschüsse. Dribbling ist aber auch langsam echt besser. Nie ist erkrankt, aber mit dem haben wir auch gerade, mit dem schnacken wir doch. Ach nee, der will nicht mit uns reden, weil er infiziert ist oder was? Doch, der will mit uns reden. Wir sind nicht dazu, gute Besserung. Gute Besserung. Die freuen sich immer, wenn man ihnen gute Besserung wünscht. Das sind die kleinen Gesten, die hier entscheidend sind, ne? So kann man das sehen. Ja, aber Zeit, die rennt. YouTube-technisch sind wir tatsächlich schon wieder am Ende der Folge. Hamburg haben wir besiegt. Hannover hoffentlich in der nächsten Folge. Ne? Bis dann, vielen Dank und tschüss.